Wie eine Lawine bahnte sich die Welle aus Bierhefe ihren Weg durch den Längenmühlbach. Eine Lawine, gegen die die Fische keine Chance hatten. So beschreibt Johannes Lehner, der Vorsitzende des Fischereivereins Blattling, die Umweltkatastrophe. Ich denke jetzt einmal, dass wir mindestens 15 Zentner tote Fische schon entsorgt haben. Und da liegen bestimmt schon wieder 2 Zentner. Es sind 21 Fischarten bei uns heimisch, also in dem Bach. Und die alle sind mittlerweile eben verstorben oder verendet durch den Sauerstoffmangel. Die Bierhefe war ISA-TV-Informationen zufolge aus einem landwirtschaftlichen Betrieb bei Essenbach ausgelaufen und hatte auf das gesamte Ökosystem schwerwiegende Folgen. Es ist ein sauerstoffzehrender Prozess, vergleichbar mit Gülle. Und praktisch alle Fische, die damit in Berührung kommen, ersticken. Und die Welle hat sich von Land so bis uns runtergezogen. Da hätte auch kein verdünnender Käufer, die Fische waren dem Tod geweiht. Die Pankofener Mühle ist die letzte Auffangstation der Fischkadaver, bevor der Bach in die Isar mündet. Auch die Stelle an der Einmündung haben wir uns genauer angeschaut. Im Isar-Zufluss Albertswasen ist der Fischbestand ebenfalls auf Null zurückgegangen. Die Wirkung der Bierhefe ist also trotz der langen Strecke, die sie zurückgelegt hat, kaum abgeschwächt. Das Wasserwirtschaftsamt Landshut sieht für den Fischbestand in der Isar trotzdem eher keine Gefahr. Davon ist nicht auszugehen, weil die Isar hat so viel Wasser, dass sich das so stark verdünnt, dass es da keine weiteren Auswirkungen geben wird. Der Fluss reinigt sich selber, weil das ist eine Schadstoffwelle, die den Fluss runterfließt. Der Schaden, der entstanden ist, also die toten Fische, die müssen natürlich dann irgendwie wieder ersetzt werden und sich auch teilweise selber reproduzieren. Bis sich das Ökosystem wieder zu 100% regenerieren kann, dauert es rund 10 Jahre, schätzt der Fischereiverein Blattling. Den Fischbestand im Längenmühlbach müssen sie auf eigene Kosten wiederherstellen. Eine finanzielle Entschädigung erhält der Verein dafür jedoch nicht. Wie und warum die Bierhefe überhaupt in den Bach gelangen konnte und ob der Verursacher fahrlässig gehandelt hat, das prüft jetzt die Polizei.